So, wie geht's jetzt weiter? Solange dieser Schatten über der Stadt hängt, können wir sie nicht wieder zurückerobern. Doch es gibt andere Orte in Mordor, die wir erobern können. Wir müssen nur unsere Armee verstärken. Wir kommen hier anscheinend nicht rein, ne? So. Das ist alles schnulli ringsherum. Wo geht's denn jetzt weiter? Storytechnisch. Also. Wir haben ja eigentlich alles. Hier. Mal wieder hier. Die Plage. Die Nazgûl jagen dich. Verteidige die Festung. Nicht schon wieder die Festung verteidigen. Es ist ja nicht so, als hätten wir es noch nie gemacht. Ja, okay. Aber ich denke mal, jeden Ringgeist einmal besiegen. Wie viel waren es? 6? Verteidigen ist immer noch was anderes, ne? Let's go. Go, 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 go. Ach, fast. Die schlimmsten Orkern, die ich je hatte, waren tot. Du dies, du das. Das kennen wir. So. Entschuldigung. Die Plage. Jetzt fetz. Helm Hammerhand. Von allen Nazgûl war sein Fall der tragischste. Sein Zorn ist grenzenlos. Der dunkle Herrscher fordert seinen Preis, Waldläufer von Gondor. Diese Festung ist nur eine kleine Insel, umgeben vom Meer der Dunkelheit. Und die Flut wird dich verschlingen. Hi, Ellie. Frostblut. Wir richten die Bestien her. Der Kreischer gehört dir. Der Kreischer? Was ist denn für ein Kreischer? Ihr verteidigt diese Festung für den Hellherrscher. Wir werden nicht wanken. Warte mal, Moment. Wie viel leben da noch? Komm ich halt runter. Kein Problem damit. Du kannst nicht siegen. Warum denn nicht? Die Armeen Saurons sind ebenso grenzenlos wie seine Macht. Wieder haut ab. Klub ist hackt. Wo ist er denn hin? Ist das jetzt meiner oder nicht? Ach, da hinten sitzt er. Zeig das doch. Wenn ihr Hilfe rufen könnt, kann ich das auch. Alter, der zieht mich immer irgendwo hin. Ich glaube, es hackt. Jetzt haut er wieder ab. Okay. Läuft bei ihm. Den nehmen wir mal ein. Das ist meiner. Sag mal, wie war das? Ja, mein Freund. Du bist tapfer Waldläufer. Was? Dein Wille
ist so stark wie die Mauern deiner Festung. Mord ist ein Feigling. Kann ich raus nehmen. Der Hexenkönig wird dich in seine Armee. Hat man nicht mal den Gauk gekonnt, ey. Er wird jemanden brauchen, der dich ersetzt. Zack! Schön rein da. Und nochmal. Na komm. Ja! Du haust nicht mehr ab, mein Freund. Du haust nicht mehr ab. Der hat sich widersetzt. Netter Support. Deine Wunden werden ihn lähmen. Was ist mit deinen? Welche Wunden? Die Perspektive war ein bisschen blöd. Die haut immer wieder ab, das Tommies. Ich bin froh, dass wir jetzt bald Helmherrscher sind. Er kann nicht verletzt werden. Ja, so sehe ich das auch. Das ist gesagt. Und gleich bestraft hier. Hat sie hier schon nach Aufstand angehört. Was ist das jetzt hier? Heißer Zorn. Okay. Schnell hin da. Das ist das Kürzeste. Ich will ja noch bergkraxeln müssen. Wir müssen diesen Nazgul finden. Ja. Eltariel hat ihn vielleicht schon gefunden. Mit Ork-Angriffen haben wir uns jetzt lange genug beschäftigt. Und kämpfen und etc. Wir rushen jetzt die Story weiter. Und Ellie, ich hoffe, du hast auch ein paar besinnliche Tage. Dich zu retten wird langsam zur Routine. Auf die Sache mit dem Durchbohren könnte ich allerdings verzichten. Wo ist der Nazgul? Ganz in der Nähe. Kannst du mir folgen? Ich tue mein Bestes. Das war nicht deine erste Begegnung mit Helm, nicht wahr? Ich trat jedem Ringgeist öfter gegenüber, als mir lieb ist. Und du hast sie nie besiegt? Noch nicht. Warum kämpfst du dann weiter? Im Krieg gegen die Dunkelheit. Ist manchmal schon ein Unentschieden ein Sieg. Diesen Kampf müssen wir aber gewinnen. Auf jeden besiege den Nazgul-Drachen. Ist das jetzt ein Nazgul richtig oder ein Drache? Weil letztens war es ja. Ach, das war doch schon. Schön ins Face rein. Endlich haben wir schon, Gott sei Dank haben wir schon ein paar Pfeile. Unter Helms Dienern sind die Drachen am gefährlichsten. 10 Schuss, wow. Indem wir einen von ihnen beherrschen, können wir die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Aber wie den Ring der Macht? Du lässt mein Misstrauen nicht verblassen, Elbenherr. Wie gelingt es dem Kreis? Ich bin noch Talion, der Nette. Und der Schnelle. Wo geht's hin? Alter! Hey. Ich bin vergiftet. Ich kann gerade nicht. Das ist schlecht. Lass mich ruhig, ich bin vergiftet. Oh, ich wollte ihn gerade beherrschen. Das ist doch fies. Ich sterbe. Gib mir Macht. Hier gibt es noch mehr Drachen, ganz schön. Schnell mal weg. Zappen. Wer schießt denn hier auf uns? Mich. Auf mich.
Noch so einer. Wusste gar nicht, dass es mehr sind. Oh, das war knapp. Oh, da lebt er noch. Was geschieht mit den Nazgul, wenn sie bezwungen sind? Ihr Geist bleibt bestehen. Er kehrt nach Barad-dûr zurück, wo er sich stärkt, bis er wieder physische Form annimmt. Also, bleibt ihnen der Tod verwehrt. Na super. Schnell ist nicht immer gut. Kommt drauf an. Wie gut ist es? Ich drehe mir gerade vom Falschen. Ich bräuchte noch ein bisschen Energie. Totenstille hier. Mal gucken, wie ich heute drauf bin. Wenn ich da drauf schieße, kommt ein Drache, ne? Ja, da kommt einer. Die haben zu tun, würde ich sagen. Beuge dich dem Heck, mein Meister verlangt, dass du ihm dienst. Doch was deine Elbin angeht, ich werde mir ihren Kopf und ihre Hände als Trophäen nehmen. Ich habe jede Bestie nicht aufgepasst. Ich bin total verwirrt, dass er schon im Bett ist. Und keine ist mir je entronnen. Ey, ich kann auch Hilfe rufen, so ist es nicht. Alter! Meine Drachen jagen dich. Ja, ich merk's. Hilfe nochmal, Elariel, oder wie der heißt hier. Du kannst dich vor den Jägern nicht verbergen. Zack, rein da. Guck mal, Pfeile. Macht die jetzt die Drachen oder nicht? Noch ein bisschen verwirrt. Bin ich noch verwirrt, ob ich jetzt den... Ey, wegteleportieren ist echt mies, ne? Zack, Rainer. Komm, noch ein, zwei Mal. Ich höre ihn von hinten. Angriff ist doch die beste Verteidigung, ne? Kein Elbengeschoss mehr? Ich bin weg. Such mich, such mich. Oh, hier. Oh, von der Seite weggeboxt. Spüre das heiße Feuer meiner Drachen.
Oh, oh, ich glaube, das war's. Boah, ist das mies. Jetzt aber. Boah. Meine Qualen enden. Deine fangen gerade erst an. Du hättest mir die Hand deiner Tochter nicht verwehren sollen. Für die Rettung eurer Tochter. Nein, bitte nicht. Wenn du mich tötest, gibt es Krieg. So sei es! Mein Herr! Berserker-Modus an. Wie? Wie konntest du nur? Du warst dabei, als Sauron diesen Königen die Ringe gab, die sie verdarben. Diese Ringe sollten Ordnung schaffen. Sauron täuschte mich, er täuschte uns alle. Und doch, trotz alledem, hast du einen neuen Ring erschaffen. Wir schufen den Ring. Warum sonst nahmst du meinen Hammer? Es sind nicht noble Menschen, die wir knechten, nur wilde Orks. Und es ist diese Armee, die Sauron für immer Einhalt gebieten wird. Um jeden Preis. Ein Drache wäre hilfreich gewesen. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, ich habe so leicht die Vermutung und die Befürchtung, dass wir ja noch gegen mich selber kämpfen müssen, ne? Wenn es so weitergeht. Ausschau freigeschalten. Heißer Zorn. Fähigkeit erhalten. Fähigkeiten sind jetzt nicht mehr so wichtig. Das Wichtigste haben wir ja eigentlich. Puh, ja. Wo schlägt es uns denn jetzt hin? Oh, hier hin? Nee, ich sag ja. Hier ist wirklich nur die Burg erobern, das war's. Ich glaube, hier ist nichts Besonderes. So ein extra Level. Aber wo ist denn jetzt die nächste Hauptmission? Da? Okay. Ja, Lulu, hau rein dann. Ruh dich aus. Dich zwingt ja keiner.
Okay. In der Nähe, wo man den Balrog erwacht wurde. Erweckt. Erwacht. Ich glaube, das war hier unten, ne? Hier? Hier irgendwo? Auf geht's. Next Story. Und dass wir immer noch in Akt 2 sind? Verwundert mich. Gibt's nicht so viele Akte? Vielleicht Akt 3, das Final Capture dann. Wir sind ja alle böse. Nach unserer Ausbildung hier können uns die Menschen. Huch. Platz da. Die kloppen sich alle schon wieder hier. Mann. Ich bin immer so leicht abgelenkt. Im Hauptziel. Ein Grabwandler. Das ist ja mal eine tolle Story. Elatriel hat die Nazgul bis zu dieser verwunschenen Ruine verfolgt. Finde heraus, was sie vorhaben und halte sie auf. Mal wieder. Nachtschnecke, sagt er. Mal gucken, was hier abgeht. Immer wenn wir uns begegnen, können die Nazgul nicht weit sein. Solange du diesen Ring trägst, sind sie dir näher, als dir recht sein kann. Mhm. Im Augenblick habe ich keine. Wie viele Nazgul sind es? Oh, ich wollte gerade dahinter. Nur einer. Und lass mich raten, dass... Isildur, der König, der den einen Ring von Sauron nahm. Und ihn dann selbst trug. Das ist das Vermächtnis eurer Ringe, Celebrimbor. Und dann abhauen, das sind Richtchen. Diese Männer starben in Minas Ithil. Das sind keine Männer mehr. No! Das ist Luft. Zögere nicht! Der okay. Tod kann ihnen nur eine Gnade sein. Ach, so einfach geht das? Easy. Seine Gegner wiedererwecken, ihnen ihre Ruhe verwehren, sie auf ihre Brüder hetzen. Es gibt offenbar keinen faulen Trick, den sich der Hexenkönig nicht zu eigen macht. Sie werden nicht die Einzigen sein. Es ist besser, wenn sie uns nicht kommen sehen. Naja, ich mach das schon. Das ist der einfachste Weg hier. Puff. Deine Armen gehören mir. Er ist wieder zurück? Wo ist er denn? Ich sehe keinen. Ich kann sie nicht töten, ich kann auch Puff machen. Wo will denn die schon wieder hin? Immer ungeduldig, die Frau. Da waren auch noch welche. Nix da. Schnell weg hier. Ist doch keiner mehr da. Der eine, den kriegen wir auch noch.
Ja. Achso, die geht so spazierte voraus. Ich darf hier alles clearen. Warte mal kurz, ich brauche noch ein paar Pfeile. Wohl 12 ist auch gut. Ich bin ja da. Die Frau macht mich verrückt. Wo denn nur hin? Endkampf. Du wirst dich dem Hexenkönig beugen. An unserer Seite sollst du ihn dienen. Schon wieder. Oder du wirst sterben und als meine Marionette wieder erweckt, du hast die Wahl. Der eine hatte Untote, der hat Drachen, der hat jetzt dir. Oh, ich kann die nicht mal. Du wirst meine Qualen teilen, Bruder. Bruder gleich. Wusstest du gar nicht. Ich hab Brüder sind. Was macht denn der? Sie meinen? Ich muss mich ja mal um einen kümmern hier. Du kannst nicht bestehen, närrischer Waldläufer. Ich glaube, das ist echt die schnellere Variante. Das war knapp. Wer sich widersetzt, wird brennen. Begib dich ins Licht. Komm ja schon, ich kann nicht laufen. Puh. Nur ein Berserker-Modus drin oder was? Oh. Na? Wir begreifen noch immer nicht, doch das werden wir bald. Alle, die den Ruf hören, dienen dem dunklen Herrscher. Es gibt kein Entkommen, nicht einmal durch den Tod. Boah, jetzt übertreiben sie. Castamir. Er dient immer noch dem dunklen Herrscher. Ich jetzt nochmal 20 Leute. Machen wir es lieber so. Mal ewig kämpfen. Das schon. Komm her, ja. Oh, kein Geschoss mehr. Einfrieren kann ich hier auch nicht. Na komm, jetzt aber. Isildur wird noch mehr gefallene Gondors erwecken. Ich werde ihn finden. Wir beide sehen uns wieder.
Solange ich diesen Ring trage, wird es sicherlich geschehen.